willkommen zurück auf Hoch. Nee, noch nicht auf Hoch Rotka, nur den Berg vor Hoch Rotka, da wollen wir nämlich hin. Und wir klettern hier weiter hoch. Und lesen immer schön die Embleme hier vor. Emblem 7. Die Zunge am Roten Berg verschwand gedemütigt. Jürgen Windrufer begann seine siebenjährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Der Rote Berg. Ich glaube, dass der in Morrowind steht. Morrowind ist ja auch nur ein Gebiet in Cyrodiil, oder beziehungsweise eher im Kaiserreich, wo auch The Elder Scrolls 3 Morrowind eben spielt. Und dort gibt es genau in der Mitte den Roten Berg. Naja, dazu kommen wir vielleicht irgendwann mal. Nummer 8. Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen, der Stille, erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Aha, also sind wir zu dem jetzt unterwegs. Jürgen Windrufer wird zu Jürgen der Stille. Auf dem Hals der Welt, das könnte tatsächlich hier sein. Also der Rote Berg in Morrowind, da ist sozusagen das primäre Ziel im ganzen Spiel gewesen. Nämlich der böse Herrscher Dagoth Ur. Oder Dagoth, ich weiß es nicht. Und wir sind da, wie es aussieht. Und ich muss sagen, das war auch eine sehr schöne Geschichte damals. Und das Spiel hat mich damals sehr lange gefesselt. Emblem 9. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hoch Rotka gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Und uns haben sie genauso gerufen. Wir sind Tiber Septim. Hä? Oh, da ist noch ein Emblem Nummer 10. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gelesen habe. Emblem 10. Die Stimme bedeutet Verehrung. Folge dem inneren Weg, sprich nur in wahrer Not. Huch, Stimme des Himmels hinzugefügt. Okay, das kenne ich noch nicht. Mist. Stimme des Himmels dort. Tiere greifen dich weder an, noch fliehen sie vor dir. Hält 23 Stunden. Das heißt, es ist so ein... Wenn man diese Pilgerfahrt hier abschließt, vermutlich. So, das ist die Truhe, in der wir die Sachen reinlegen sollen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das Zeug finden. Vielleicht hier irgendwo oder bei Essen, das kann auch sein. Ich glaube, das hier müssen wir da reinlegen. Ja, abgeschlossen. Kehre zu ihm zurück. Nein, das machen wir noch nicht. Wir gehen jetzt zu den Graubärten hinein. Nach Hoch Rotka. Heldenhafte Pose. Ich sagte... Heldenhafte Pose, das heißt auch... Genau. Na, na, na. Okay. Go. Der Ladebildschirm ist irgendwie sehr seltsam, wirklich hier. Naja. Du kriegst mich nicht. Ich find's schön. Okay, das reicht jetzt aber. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich folge eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Ich habe schon wieder vergessen, auf welcher Taste das war. Das macht nichts, wenn wir ihn anschreien. Drach, ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Ihr habt mich gerufen, das müsst ihr doch wissen. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hoch Rotka begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren und damit euer Schicksal zu erfüllen. Ich will jetzt nicht so allzu lange diese ganzen Gespräche hinzuführen, deswegen versuche ich mal den kürzesten Weg zu nehmen. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Ah, okay, seid ihr, was ist das für ein Ort? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hoch Rotka am Hang des heiligen Berges von Kynaret.
Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Und wo ist die Waage? Und nein, nicht die Waage der Justitia, sondern wegen Gleichgewicht. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Yeah. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Wow. Ich war nicht das einzige Drachenblut. Ihr seid nicht das erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin bereit zu lernen, mein Meister. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Turm, als Schrei unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Fan, die reden mit Fan, da, der redet damit, der steht damit. Sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ro. Okay. Gleichgewicht. Neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Das kommt uns doch bekannt vor, immer wenn wir einen Drachen töten, kommt auch so ein Strahl durch uns durch. So. Wir haben jetzt... Der ist ein bisschen zu leise. Achso, wir sollen das... Demonstriere deinen Schrei unerbittliche Macht. Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Fernal, du stehst im Weg. Und gedrückt halten. Hey, pass ein bisschen auf. Ja, geh doch da weg! Ich gebe euch Deckung. Na schön, was denn? Geh weg. Gut gemacht. Wieder. Ja, finde ich auch. Ich bin gut im Befehlen. Sonst noch etwas? Fussrodar! Ach Mist, bisschen nur Fussro. Jetzt habe ich gespoilert. Tut mir leid. Das Dumme ist, oben sieht man ja eine Anzeige, wie lange der Schrei wieder zum Abkühlen braucht. So, bitte. Next. Das soll auch ein Graubart sein, okay. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Jawohl, mein Meister. Merkt man es eigentlich? Nö, da guckt sie nur runter. Er guckt sie nicht runter. Ja. Dum, 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 dum. Da. Ne, Moment, das ist die falsche Melodie. Ich glaube, ich sollte wirklich ins Team offline gehen. Die hin und wieder diese Erfolge, das lohnt sich da, glaube ich, nicht im Vergleich. Statt mir die Tür aufzuhalten.
Wir sind immer noch nicht auf der Spitze. Ich war dort oben erst einmal. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Man muss sagen, der da ist derjenige, der redet, weil die anderen alle mächtiger sind. Ja, fang an, bitte. Hallo? Hallo? Okay, dann bis später. Nee, hä? War ich schon zu nah an ihm dran? Mach doch was. Meister? Meister Bori wird euch die ersten Wörter eines neuen Schreis lehren. Ja, wäre schön, wenn er das würde. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Ach gut. Das bedeutet Wirbelwind. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun finden könnt. Geht zu Meister Bo. Er wird sein Wissen über Kult mit euch teilen. Okay. Moment. Schreie. Wirbelsprint, ausrüsten und natürlich in die Favoriten. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Natürlich schnell. Der Wolfgar wird euch den Wirbelwindsprint vorführen. Anschließend seid ihr dran. Na gut. Master Bori, Max. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Jawohl. Geht die Tür auch wieder auf? Ja. Oder wir machen es einfach so. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tun erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für alle so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Na gut. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Klingt gut. Der Weg der Stimme. Nö, jetzt nicht. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Ich möchte kurz etwas demonstrieren. Und zwar, wenn man hier weitergeht in Richtung Berggipfel, was dann passiert. Man sieht es da vorne schon. Und zwar gibt es hier ein leichtes Problem dabei. Wenn man nämlich hier reinläuft. Moment, ungünstiger Moment für den Quick Save. So, hier nochmal. So, man hat schon gesehen, man bekommt Schaden, wenn man einen Wirbelsprint machen will. Stirbt man. Nein, aber man kommt nicht wirklich vorwärts. So. Here we are back. Und ich würde sagen, das probieren wir wann anders, wenn wir es nämlich dürfen. So. Man kann ja sich schon denken, dass dieser Schrei hier... Oh. Recht interessant ist, wenn man zum Beispiel über einen Abgrund hinwegspringen möchte. Das funktioniert nämlich auch. Und das hätten wir im Feuerschleierhügel zum Beispiel schon gebrauchen können. Da gab es nämlich so eine Stelle. Und jetzt einfach mal nur... Das sollte klappen. Achso. Jo. Wir haben den Boden zum Beispiel nicht berührt. So. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Soll ich nochmal kurz rausgehen oder... Wie sieht's aus? Nein, lohnt sich nicht. Wir werden jetzt...
Moment, wir sollten vielleicht noch Ferndal rufen, so bin ich beim letzten Mal, beim nächsten Mal nämlich total irritiert, wo er denn schon wieder hin ist. Das wollen wir ja nicht. Dass ich irritiert bin und dass wir Ferndal nicht wiederfinden. Ach, schade. Sobald wir natürlich unerbittliche Macht vollkommen haben, also das dritte Wort fehlt uns ja noch. Wir wissen ja, momentan haben wir nur Fuss Row. Fuss Row. Genau. Ist hier jemand sauer auf mich? Kann gut sein. Naja. Wir brechen auf. Gehen wir. Gut. Und zwar beenden wir jetzt hier den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Bis dann. Tschüss.